Guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Echo. Wir befinden uns im Übrigen für alle Zuschauer noch nicht in der aktuellsten Version. Das wird im nächsten Video passieren. Wir befinden uns derzeit noch in der Version 051 und soweit ich es weiß, gibt es 053. Die größte Veränderung der neuesten Version ist meiner Meinung nach die Performance. Für Singleplayer wohlgemerkt. Weil, und das ist das Interessante an der ganzen Sache, Multiplayer zeige ich dann eventuell später, wenn es alles möglich ist, zu zeigen. So, wo haben wir denn jetzt hier den... So. Wie gesagt, zeige ich etwas später. Heute kümmern wir uns darum, dass unser Ofen ein Gebäudeteil kriegt hier. Wir setzen den Ofen, damit wir ihn auch uns schon etwas besser vorstellen können. Auch schon mal hier hin. Ach nee, da wollte ich ihn jetzt nicht haben. Nochmal. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay, wir müssen das ein bisschen anders timen. Moment, also. Wir müssen anscheinend hier nochmal ein bisschen wegkramen. Während hinter uns im Tisch die Steine produziert werden. Ich denke, in der späteren Zeit, wenn mehr Leute von euch Echo besitzen, vor allem dann, wenn es auf Steam erhältlich ist, ich glaube, dann können wir uns mal ordentlich darüber unterhalten, wie wir das mit dem Multiplayer machen wollen. Ob da Leute Lust haben, dass wir das vielleicht mal zusammen eröffnen auf einem Server. Je nachdem, ob jetzt da gesagt wird, hier ein gemeinsames Let's Play aufzeichnen oder ich betreibe weiterhin das Let's Play normal, aber umringt halt von euch Spielern. Das könnte man machen. Also ihr versteht, denke ich, was ich meine. Und ja, wie gesagt, das könnten wir eigentlich unternehmen, wenn wir wollen. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, denke ich. Wenn das Spiel eben auf Steam auch erschienen ist. Weil viele Leute von dem Kauf noch absehen, solange das Spiel über eine spezielle Website nur zu erstehen ist. Und das, habt ihr schon mitgekriegt, stört einige wenige. Ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm, aber ich bin ja auch nicht normal der typische Spieler, sondern ich probiere viel aus. Ich ja, bemühe mich halt, in Spielen, die auch zum Beispiel auf Steam eine erstmal schlechte Bewertung kriegen, auch mal das Gute zu sehen. Ich probiere viel aus. Ich überzeuge mich von meiner eigenen Meinung. Da gibt es einige Spiele zurzeit, die zu Unrecht scharf kritisiert werden, zum Beispiel. Meiner Meinung nach. Aber ja. Was soll ich sagen? So sind halt Menschen. Es kann immer alles nie perfekt sein. Es muss immer alles ganz speziell sein und wenn nicht in irgendeiner Weise einem Entgegenkommen zu erkennen ist von den Herstellern oder so, dann ist es gleich alles auf gut Deutsch alles scheiße. Mir gefällt dieses Spiel nicht, denn es fehlt die Tatsache, dass es nicht so viel Action hat wie Battlefield. Punkt 1. Der Support reicht mir nicht. Der Entwickler postet nur alle 3 Minuten und anstelle von 3 Sekunden seine Updates. Ist auch wieder so eine Sache. Die arbeiten, die Leute. Hoffentlich. Klar, es gibt auch schlechte Beispiele, aber die meisten Leute arbeiten an ihrem Spiel. Dass Steam da natürlich auch Besserungsbedarf hat,
im Sinne von nicht so viele Spiele, die definitiv fake sind, weil sich aufnehmen und für 14 Euro verkaufen, aber es gibt auch die andere Seite. Die arbeitet hart in ihrem Spiel, hat ein kleines Team, muss sich vielleicht in einigen Programmiersprachen erst selbst weiterbilden und kann deshalb nicht jedes Mal die Hammer-Updates bringen. So zumindest sehe ich das. Man muss es immer ausprobieren. Man darf nicht immer gleich jeden verurteilen. So, können wir noch einen Pitch bauen? Pitch, Pitch, Pitch. Wir haben keinen Sand dafür. Der Sand ist hinten. Den hole ich jetzt aber noch nicht sofort. So, ich dachte mir, wenn ich hier jetzt den Ofen baue, ja, dass ich um den Ofen herum, eine Wand ziehe mit offenen Fenstern. Hier den Eingang wieder setze für den Raum. Hier bauen wir uns gleich eine Tür rein. Und dafür brauchen wir wieder ganz viel Holz. Ich habe mich gerade so hingestellt, dass hier der Baum nicht ins Wasser fällt. Das habt ihr gemerkt, glaube ich. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Kein Bock, wieder irgendwie schwimmen zu gehen. So, als erstes ziehen wir, wie gesagt, hier eine. Ich will nur eine Höhe reinziehen. So. Mal gucken, ob wir eventuell... Hier könnte man einen Tisch mit zwei Stühlen reinbauen. Ah, wir müssen das hier aber noch erweitern. Das geht so nicht. Okay, wir müssen dazu einen weiteren Craft-Table bauen. Das ist aber nicht schwer. Ich habe da auch schon eine Idee. Und zwar zeige ich euch das mal. Wenn da sowas steht wie, ihr braucht in dem Raum Craft-Table, dann könnt ihr auch... Gucken, ob ich das Ding hier finde. Wo ist denn dieser eine? Zum Beispiel könnt ihr Fletcher's Tool Shelf bauen mit 10 Holz. Und könnt euch hinstellen. Der gilt auch als Crafting Table. Oder... Dieser Tisch hier hinten, den wir hier haben. Also an sich, wir gucken mal, was wir hier so Schönes bauen können. Aber heute... Müssen wir uns halt darum kümmern, dass unser Ofen hier auch Platz findet. Ich werde mal ein bisschen Erde in den Ofen packen. Und zwar nur, weil er daneben steht. Also anscheinend geht das erst in der neuen Version. Dass ihr mit einer Axt den Hasen erlegen könnt. Ich konnte das jetzt gerade nicht, aber ihr seht ja. In der neuen Version scheint es wohl zu gehen, denn mir wurde geschrieben, dass jemand mit einer Axt einen Hasen erlegt hat. Und ich denke schon, dass ich gerade getroffen habe. Mag ich immer so behaupten. Okay. Irgendwie habe ich heute... Geht's meinem Hals nicht so gut. So. Dann wollen wir mal den Boden an dieser Stelle noch legen. Nein. Ach ja, im neuen Update ist im Übrigen auch ein Impact eingebaut. Das heißt, ihr bekommt Feedback, wenn ihr Steine abbaut. Mit so einem kleinen Effekt. Sieht recht cool aus. Das zeige ich euch dann, wenn wir geupdatet haben. Ich hoffe natürlich, da habe ich ein bisschen Bammel vor, dass das Update nicht die Welt, die wir jetzt hier gebaut haben, vernichtet. Denn ihr kennt das ja. Auch wenn es ein tolles Update ist, heißt das manchmal dann, dass man von vorne anfangen muss. Aber na gut, dann ist es so. Dann machen wir es halt. Aber es ist halt immer ein bisschen schade. Ja? Ich habe so eine kleine Idee. Ich weiß nur nicht, ob es funktionieren wird. Ich möchte auch so eine Art Einfahrtmöglichkeit für unseren Karren bauen.
Na, das sieht ein bisschen niedrig aus, oder? Was meint ihr? Ist mir zu niedrig. Ja, ja, ja. Sorry. Wieder mal ein bisschen zu voreilig gewesen. Schon wieder. Und wir haben kein Holz mehr. Das heißt, es muss wieder ein Baum gefällt werden. Hier ist noch kein hoher... Oh, hier ist doch gut was. Ja, aber das sieht schön aus im Haus, ne? Das lasse ich noch stehen. Unser Haus soll schließlich gut aussehen. Der Baumstumpf hier, den entferne ich gleich noch. Und wir haben auch jetzt... Da muss man ganz kurz was machen. So. Wir haben jetzt hier den Engineer Skill Tree. Und ich glaube, dadurch haben wir jetzt gerade was freigeschaltet also beim Forschungstisch. Wollen wir gleich mal hingehen und gucken. Und wir müssen was essen. Unbedingt. Oh, Schwein gehabt. Das lassen wir mal kurz liegen. Holen uns mal kurz ein bisschen Früchte. Ein bisschen was zu essen. Dann gucken wir nochmal zu unserem Feld oben hoch. Fett fehlt uns ungemein. Aber wir brauchen jetzt mal ganz kurz... Das brauchen wir. Das isst sich nämlich sehr gut, wenn ihr Carbs braucht. Und die toten Gräser ruhig immer entfernen, damit da was Neues wachsen kann. Schafft Platz für Neues. Ihr geht ja auch schließlich zu eurem Blumen zu Hause hin. Und wenn da irgendwie bei eurer gekauften Blume einige Blätter braun werden oder trocken und da tut sich nichts mehr, dann macht die ab. Ja. Bricht vielleicht ein kleines bisschen vorher am Stiel das ab. So als No-Name-Mensch, der das nicht so gelernt hat, aber sich das gut vorstellen kann. Und bei ihm hat es jetzt ein paar Mal funktioniert, also bei mir. Bricht es ab, sodass ihr da... Also da, wo es noch ein bisschen Kraft hat, dann kann da was Neues entstehen, was Neues wachsen. So. Solange wir da einen Change haben, ist alles gut. Jetzt haben wir keinen Change mehr. Wir brauchen Fette. Klar, Samen bringen Fett. Blöd sich das an. Oh Mann. Okay, aber wir haben auch normale Früchte. Haben wir irgendwelche Früchte, die uns... Gut, okay, diese blauen Früchte, ne? Wenn ich die... oben mir holen würde, die würden definitiv Fette bringen, aber ich kann auch einfach nochmal den Hasen auf den Grill schmeißen. Ich muss bald andere Sachen kochen. Das geht so nicht. Aber wir haben so schon ein bisschen aufgebessert und wir können mal kurz das Holz holen. Und ich war letztens mal mit einem Bekannten von mir in dem Spiel unterwegs. Multiplayer-mäßig. Wir haben es so noch nicht, also ich weiß nicht, ob es an meiner Portfreigabe mit dem Router liegt, aber groß hinbekommen, einen Server zu eröffnen selbst, hat nicht so ganz funktioniert. Auf meinem Computer. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich bin da nicht so der Spezi. Aber im späteren Verlauf werden wir uns eh bemühen, dass wir vielleicht einen Game-Server mal einfach aufmachen für euch alle. Dann könnt ihr es ausprobieren. Und dann können wir nämlich auch mal dieses Gesetz-Ding, diese Gesetzregelung in dem Spiel überprüfen. Dass nicht jeder, der sich einfach einloggt, irgendwas A nicht kaputt machen kann. Das könnt ihr blocken. Das heißt, Gegenstände können nicht benutzt werden, eure Wände können nicht eingerissen werden. Aber ihr könnt auch in einigen Gebieten dann Gesetze erlassen, dass dort halt nicht Bäume gefällt werden dürfen. Dadurch umgeht ihr sehr, sehr gut... dadurch umgeht ihr halt, dass man euch die Welt zerstören kann. Ich denke, da haben einige von euch in anderen Spielen schon, denke ich mal, Probleme mit gehabt. Und damit weicht ihr diesem Problem auch aus. Das heißt, das habe ich mir überlegt, wenn ihr da richtig Lust zu habt, weil ihr das Spiel habt. Und gut, später, wenn das auf Steam kommt, dann wird sich die Spielerriege eh verstärken. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, wenn die Bewertungen kommen für das Spiel, die werden zwar auch gut sein, aber ich glaube, viele Leute werden dieses Spiel nicht gut bewerten, weil sie den rügeren Sinn hinter dem Spiel nicht erkennen. Da muss Echo natürlich punkten und versuchen,
Ja, wie soll ich sagen? Und versuchen, dass die meisten Spieler das auch so ein bisschen verstehen können, was Echo uns zeigen will. Was Echo sein möchte. Damit muss es natürlich werben. Wenn es das nicht schafft, naja, dann haben sie bereits verschissen. Und das hoffen wir natürlich nicht. So, wir haben jetzt mal ein paar Fenster in Auftrag gegeben und kümmern uns jetzt mal, während die gebaut werden, weg mit dem Rucksack, um unseren Forschungsskill und schauen wir, ob wir da jetzt in irgendeiner Weise das Engineering haben. Hier ist das Skillbuch. Wir brauchen Holz und Steine dafür nur. Das ist cool. Gut, okay. Wie viel Holz habe ich denn hier noch? Noch 12 Holz. Habe ich hier noch irgendwo was? Ja, ach komm her hier. So. So. Steine, Steine, Steine. Habe ich hier Steine gelagert? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Habe ich hier hinten Steine gelagert? Auch nicht. Ist alles nicht schlimm. Ich will nur kurz mal checken, was wir hier noch haben. Okay. Nehmen wir zwei Steine. Die nehmen wir jetzt schon mal mit und holen dann noch ein paar weitere, sodass wir das Engineering Skillbuch zusätzlich heute beauftragen können. Wie viel waren das jetzt? Oh, also, es ist zu früh. So, sieben Steine noch, alles klar. Sieben. Die reichen wir wieder durchs Fenster durch. Okay, dann müssen wir jetzt hier unten mal ran. Wir müssen auch uns bemühen, bald eine Mine zu eröffnen, glaube ich. Weil mehr will ich hier nicht wegnehmen. Und wenn wir eine Mine aufgemacht haben, dann kann man früher oder später auch in Richtung Gold und Eisen und Industrie gehen, aber halt so, dass der Planet nicht drauf geht. Ich glaube, wenn man hier eine richtige Industrie abzieht, dann wird die Erde echt braun danach. Also das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Sieht nicht so schön aus. Viele sagen sich jetzt so, boah, geil. Da haben wir Lust zu, aber ich bin ja jetzt nicht so der Freund. So, okay, alles klar. Zack, hier rein. Auftrag 15 Minuten. Das heißt, das erleben wir in dieser Folge jetzt nicht mehr. Aber wir haben ein paar Fenster, die wir jetzt schon mal so einbauen können, wie ich mir das überlegt habe. Drei Stück brauchen wir noch. Hallöchen. So. Habe ich überhaupt jetzt noch? Eins kann ich noch bauen. Wir brauchen Holz wieder. Gut, dass wir hier hinten Holz haben. Von Holz kann man wirklich nie genug haben. Vielleicht sollte ich deshalb, wir haben ja jetzt schon wieder hier unten gut Punkte gesammelt. Ich werde jetzt hier mal was machen. Und zwar, ich weiß gar nicht, was hier das nächste Level bringen würde bei Lodging. Ich weiß nur, dass wir hier unten Effizienz und die beiden Punkte mal hochbringen. Lodging nehme ich jetzt auch. So. Jetzt machen wir damit mehr Schaden. Das heißt, wir schlagen vielleicht ein bisschen weniger auf die Bäume ein. So, okay. Bretter müssen wir wieder ein paar herstellen. Und wir versuchen jetzt mal kurz einen Baum zu fällen und gucken mal ganz kurz, wie sich das jetzt auswirkt. Dazu gehen wir auch mal ganz kurz zu unserem Feld rüber.
Ja, groß was gewachsen ist hier noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Nur noch 5 Schläge. Sehr cool. Damit sparen wir auch schon Kohlenhydrate. So, und das ist jetzt 7. Okay, ja, wir sind effizienter im Absammeln. Das sind jetzt, wir haben jetzt 7 dabei und dieses kleine Stück, was ich da jetzt abgetrennt habe, waren auf einmal 4 Holz. Das ist cool. Ich finde das sehr gut. Dadurch müssen wir auch weniger Bäume die ganze Zeit fällen. Und können da auf die Natur Rücksicht nehmen. Praktisch. Wenn ihr mich fragt, sehr gut. Wichtig. Na, wichtig, oder? Ja, sehe ich auch so. Also erst meiner Meinung. Das waren jetzt 4. Und das waren auch 4. Jetzt haben wir wieder 8. Also das, ja, wir ziehen wesentlich mehr jetzt schon aus den Bäumen. Und stellt euch mal vor, ihr zieht das auf ein noch weiteres Level. Was ihr dann mit den Bäumen hier an Holz euch besorgt, das ist ja irre. So, ich möchte jetzt mal hier unten einmal was beauftragen. Und zwar möchte ich die Tür bauen. Wir brauchen aber 2 sogar davon. Also wir holen jetzt noch mehr Holz. Also das Hin- und Hergerenne jetzt ziehen wir eben durch. Ein Fenster mehr für unser Häuschen. Was meint er? Wie sieht das so aus? Das hat schon ein bisschen was von einer Art, ich weiß nur nicht. Wir brauchen 32 Steinblöcke, ne? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Gut, das haben wir schon mal erfüllt. Hier kommt eine Tür rein, hier kommt eine Tür rein, hier kommen noch überall Fenster rein. Vielleicht muss ich den Raum hier doch abschließen und kann daneben erst eine Garage bauen. Vielleicht gilt das wirklich erst als geschlossen, wenn wir auch oben die Decke zu haben. Da müssen wir mal wirklich gucken. Und die Tür braucht hier noch einiges an Zeit und auch unser Skillbuch braucht noch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir hier eventuell... Moment mal. Na, wo ist es denn? Wir haben dann Engineering, das wird hier oben dann reingepackt. Industrie haben wir auch. Könnten wir derzeit auch nicht. Masonry haben wir. Cool wäre, wenn hier so ein Haken dran wäre. Derzeit können wir also noch nicht mehr. Und wir haben schon wieder ganz schön an Skillpunkten gesammelt und können mal die kleineren Dinge mal etwas aufwerten. Gehen wir auf Carpentry. Auf Wood Construction weiteres Level. Woodworking ziehen wir hoch. Das ziehen wir mal alles hier ein Level hoch. Effizienz, Geschwindigkeit, Effizienz. Dadurch müssten eigentlich diese Türen hier jetzt schneller fertig werden. Ja, sehen wir auch schon. Ist auf 5 Minuten reduziert. Trading mache ich jetzt auch mal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mit dem Spiel dann traden kann oder ob ich da irgendwas anderes mitmachen muss. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Skillbuch ist. Weil wir haben jetzt eigentlich... Trading erforscht. Hier kann ich das nicht bauen. Bucket, Table... Hier auch nicht. Dann müssen wir ganz kurz gucken, was dieser Trading-Skill, den wir da jetzt haben. Storage 1 und Store. Ja, wir haben ja Storage 1, ne? Und den Store... Da weiß ich nur nicht, wo ich den... In welchem Tisch ich den bauen kann. Hier denke ich nicht. Hier brauche ich nämlich Civil Engineering für. Ach, ich setze die immer falsch. Okay, hier ist die Tür. So, da drin ist sie. Alles klar. Und mit diesem
Bild. Welches mache ich mal? So. So. Bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte eine positive Bewertung hier. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare und sonst schaltet doch bitte beim nächsten Mal wieder mit ein. Das war wieder euer Zigaro mit Echo. Macht's gut. Tschüss.